Junge, da muss ich gar keinen Filter mehr drüber packen. Verschmelze ich schon mit dem Rot da hinten oder mit so einem. Nicht ganz, aber es sieht aus, als hätte ich so einen richtigen Orange-Filter drauf gepackt. Aber es ist einfach nur der Daniel Abt Ibiza Signature-Look. Es tut mir leid, ich habe ein bisschen Urlaub gemacht, aber trotzdem, hi Leute, was geht ab? Ich hoffe, für euch geht's gut. Wir sind jetzt wieder am Start, Leute. Und das hier ist ein RS6 Johann Abt Signature Edition, by the way. Ihr wisst es bestimmt, die werden hier gerade fleißig gebaut, fleißig ausgeliefert, richtig geil, sind natürlich auch schon ausverkauft. Also das läuft alles und es gibt noch etwas auf dem Hof, was ganz neu am Start ist und ein Wahnsinnsauto. Und ich habe euch gesagt, gestern Abend, habe ich euch gesagt, schickt mir Fragen auf Instagram zum Auto. Und das ist es hier. Boom! Lamborghini Urus, Leute. Und zwar, was ein Spec. Matt-weiß, unfassbar krass, mit schwarzen Details. Mega-Mörder-Auto. Ich glaube, generell Urus, brauchen wir nicht viel quatschen. Ein Hammer-SUV, unfassbar geil. Und es kamen sehr, sehr viele Fragen rein. Deswegen würde ich sagen, wir verlieren gar nicht so viel Zeit. Ich zück mein Handy und wir starten direkt mit der ersten Frage. Die erste Frage war nämlich, unterscheidet sich der Sound des Urus zum RS-Q8? Jetzt ist natürlich das Gute, da haben wir etwas am Start in Sachen RS-Q8 und können es einfach direkt vergleichen. Das machen wir jetzt auch. Ganz zufälligerweise sitzt Tobias wartend im Auto. Hi, grüß dich, was geht ab? Und wird jetzt mal für uns den RS-Q8 anschmeißen, weil dann können wir es uns mal gemeinsam anhören, denn es ist wirklich ein doch gewaltiger Unterschied, obwohl wir hier zweimal den fast identischen Motor haben, das muss man dazu sagen, ist es schon ein Unterschied. Da drüben ist eine Akrapovic Sportabgasanlage, die mit Aufpreis dazu gebucht wird darauf. Hier ist es jetzt Standard. Aber Tobi, mach jetzt mal an. Kommt nicht so viel, muss man sagen. Ne? Also RS-Q8 ist relativ leise geworden. Dreht natürlich auch nicht sehr hoch im Stand. Das vergleichen wir jetzt mal mit dem Urus. Schon ein ganz anderes Hoch vorne. So, einmal ein Corsa. Spuck hier an hier. So, ich denke, das beantwortet die Frage, Leute. Es ist ein unfassbarer Unterschied. Viel kerniger, viel bassiger, viel extremer. Ist natürlich auch immer eine Frage der Positionierung. Lamborghini steht halt auch für etwas anderes wie Audi. Die müssen sich natürlich auch im Konzern ein bisschen unterschiedlich positionieren. Aber der Punkt geht für mich klar in den Urus. Wahnsinnig geiler Sound, mega kernig. Echt, echt richtig nice. So, dann kommen wir direkt zur nächsten Frage. Die lautet, findest du ihn von vorne oder hinten besser? Ja, das ist natürlich immer Geschmackssache, Freunde. Aber für meinen Geschmack ist er vorne stärker als hinten. Er schaut von hinten schon sehr cool aus, allerdings auch ein bisschen klobig. Und gerade auch wenn man mit dem RS-Q8 vergleicht, finde ich ihn gar nicht so überzeugend. Mich überzeugt der Urus extrem in der Seitenlinie erstmal. Ja, gehört zwar zur Frage jetzt nicht dazu, aber die Seitenform vom Urus wahnsinnig gut, richtig sexy. Und von vorne für mich Endgänger. Also da stimmt für mich so ziemlich alles. Unglaubliche Front, schaut so gut aus. Man kann sich natürlich auch das Ganze dann immer noch ein bisschen über die Kontrastfarben auch highlighten. Ne? Also das muss man auch sagen, da kann man auch viel falsch machen. Ich habe auch schon Specs gesehen, die kommen gar nicht gut. Jetzt bei dem hier matt-weiß mit schwarz, eine sehr aggressive Front. Diese Wabenmuster, die vorne drin sind, alles sehr stimmig, hammermäßig, fällt auf. Ich glaube, die Leute feiern es sehr. So, dann würde ich sagen, für die nächsten Fragen machen wir uns mal auf den Weg, steigen mal ein, geben mal richtig Gas, testen das Ding mal und schauen mal, was er sonst noch kann. Junge, das Ding liegt, das ist einfach geisteskrank. Durchbrettern.
200. Boah. Ey. So ein freches Gerät, einfach nur hammer, hammermäßig. Auch mal ganz kurz noch innen angesprochen. Das Ding hier ist ja wirklich fast schon Top-Spec. Ihr seht es, hier ist alles voll mit Carbon. Das muss man alles separat dazu bestellen. Das schaut aus, als würdest du in so einer Carbon-Kuppel drin sitzen. Schwarzes Leder, rote Ziernähte. Also der Spec gefällt mir unfassbar gut. Es schaut so was von mega aus. Und generell fühlt es sich auch einfach brutal an. Kann man nicht anders sagen, ist schon gewaltig. Natürlich gehört auch Tanken beim Lamborghini Urus dazu, Leute, und das zu Genüge. Und wenn man beim Tanken ein bisschen Geld sparen will und das Ganze auch schneller haben will, dann gibt es eine coole Aktion von meinem Partner Ride. Mit Ride könnt ihr einfach dann vom Handy quasi per App eure Tankfüllung bezahlen. Das geht sowohl mit iOS, also mit iPhone, als auch mit Android, und das auch wirklich super simpel. Handy rausnehmen, na, wir sind jetzt natürlich schon an der Tankstelle, ich nehme mein Handy raus, ich starte einmal die Ride App. So schaut das Ganze dann aus. Ihr seht, das bin ich, das ist die Tankstelle. Ich drücke einmal drauf, ich sehe die Tankstelle angezeigt, sehe dann Öffnungszeiten, ich sehe die Spritpreise, Diesel, E10, wie auch immer, und sage dann ganz easy, Ride Pay starten. So, dann also jetzt zahlen, Zapfsäule wählen, Zapfsäule ist die 1. So, ich klicke die 1 an, er sagt mir, alles klar, Zapfsäule bereit, und jetzt erstmal tanken. Heißt, wir steigen aus. So, dann einmal hier aufmachen. Übrigens auch ziemlich geil, dass selbst mein Tankdeckel hier noch auf Style geachtet wird. Finde ich schon mal ganz nice. So, Super Plus. Auch mal raus. Einmal rein. Und voll tanken. So, und wenn ihr dann fertig seid, dann alles so machen wie immer. Ne? Hier Tankdeckel wieder zu. Wieder einhängen. Zumachen. Und anstelle, dass ich jetzt da reingehen muss und mich anstellen muss, kann ich jetzt einfach wieder ins Auto steigen. Das war's. Und jetzt sehen wir es hier vor uns. 46,58 Liter, 1,68 Euro, Betrag 78 Euro. Ich habe zum Beispiel PayPal hinterlegt, man kann auch Kreditkarte hinterlegen. Alles komplett kostenlos, kostenfrei, keine Gebühren, und dann einfach nur jetzt bezahlen. So, darf Face ID verwenden? Natürlich, das schöne Gesicht darfst du natürlich angucken. Zahlung wird verarbeitet. Zahlung erfolgreich. Eine Sekunde später, du kannst jetzt weiterfahren, deine Rechnung kommt per Mail. Tschüss, gib ihm. Und das ist halt wirklich echt mega cool. Ne? Das ist eine super geile Technologie. Spart Zeit. Es gibt schon über 1000 Tankstellen, die da mitmachen. Und jetzt im Moment eben auch eine echt mega Aktion. 8 Cent pro Liter sparen. Das heißt, ihr könnt Neukunde, ihr könnt Bestandskunde, egal was sein. Wir blenden euch auch einen Link noch ein und verlinken den unten, da findet ihr alle Informationen. Also einfach nur die App runterladen und zum Tanken gehen und richtig Geld sparen. Lohnt sich, mitmachen, und wir düsen jetzt weiter. Nächste Frage wäre dann, wie viele verschiedene Einstellungen gibt es denn? Da gibt es eine ganze Menge. Also du kannst einmal hier drauf filmen, da sieht man das. Es gibt Strada, das ist Standard Straßeneinstellung, Sport. So, ich ziehe einmal hier, pack, direkt wird es lauter, alles wird ein bisschen straffer, und auch die Anzeige verändert sich direkt. Na, das schaut jetzt anders aus im Vergleich zu vorher. So, dann kann man Corsa machen. Corsa ist volle Attacke, die ganzen Fahrhilfen sind aus, man sieht hier einen extremen Sportmodus, ich sehe Leistung, Drehmomentanzeige, ich sehe die G-Kräfte, ne? Also wenn man dann mal zum Beispiel ein bisschen rüberfetzt, ne, dann wird dir das halt direkt angezeigt, dann weißt du direkt, was auf der Uhr ist. Das ist halt wirklich so der volle Attacke-Modus, ne? Also der, der eigentlich am meisten Spaß macht, um ganz ehrlich zu sein. So, nach Corsa kommen nochmal drei Einstellungen. Ich weiß nur ehrlich gesagt nicht, ob die wirklich viel benutzt werden. Sabia, Terra und Neve.
das ist natürlich jetzt so ein bisschen für Offroad oder Schnee, je nachdem, gedacht. Man sieht auch ein bisschen Anzeigen so mit Steigung, Neigung, wie wankt das Auto und so weiter. Ist ganz cool, das Auto fährt natürlich auch ein bisschen nach oben. Ich glaube nur, dass es echt sehr wenig benutzt wird. Es ist nice to have. Also wir haben insgesamt auf jeden Fall 6 Einstellungen. Ich persönlich ziehe mich da eher bei Corsa. So, die nächste Frage ist, ob da ein Facelift kommt. Weißt du da was? Da kommt ein Facelift. Also man hat ja schon so ein bisschen was gesehen und es wurde ja auch schon was gemunkelt. Das kommt. Man hat immer gedacht, das kommt vielleicht schon in diesem Jahr, ist aber nicht der Fall. Also ich schätze mal, das kommt im nächsten Jahr, wird aber mit Sicherheit noch ein bisschen dauern. Also aktuell ist ja super, super schwer irgendwie generell an neue Lamborghinis ranzukommen, beziehungsweise an Urus ranzukommen. Die Lieferzeiten sind recht lange. Das Auto ist unfassbar gefragt. Das gibt es jetzt seit etwas über 3 Jahren. Mittlerweile sind schon über 15.000 von diesen Autos gebaut worden. Aber es ist eine viel höhere Nachfrage, als aktuell produziert werden kann. Deswegen sind die Wartezeiten hoch. Und deswegen ist dieses Auto auch anlagetechnisch interessant. Dazu aber später noch was. Lohnt sich der Aufpreis zum Audi RS Q8? Gut, also da müssen wir erstmal, glaube ich, sagen, wo sich die Fahrzeuge bewegen. Ein RS Q8, glaube ich, hat Listenpreis Anfang ungefähr 135.000 Euro. Der Urus allerdings hat um die 220, 230. Das heißt, das ist schon mal fast 100.000 Euro, die du standardmäßig im Urus mehr bezahlst. Ne? Also das ist ein Riesenunterschied. Der lohnt sich natürlich nicht, wenn ich jetzt sage, ich möchte einfach einen geilen, sportlichen SUV haben und fahre damit gerne rum. Das ist nicht, also die 100.000 Euro sind so nicht gerechtfertigt. Die kommen natürlich schon im Sinne von ein bisschen mehr Leistung, besserer Klang, ein deutlich auffälligeres Interieur, eine viel, viel sportlichere Fahrweise. Das muss man wirklich sagen, fahrwerkstechnisch ganz andere Welt, fühlt sich wie ein komplett anderes Auto an. Aber es ist natürlich eine Menge Holz. Du zahlst natürlich schon Lamborghini mit. Aber, und jetzt kommt das, was ich gerade eben schon meinte, das Interessante wiederum ist, wenn ich mir jetzt den Audi kaufe, den RS Q8, und fahre den 2 Jahre oder ein Jahr, und wenn wir den danach wieder verkaufen, habe ich einen ordentlichen Wertverlust. Kaufe ich mir aber einen Urus, kann ich sogar am Ende noch mit Plus rausgehen. Und ich kenne ganz, ganz viele Leute, die haben teilweise 30, 40, 50.000 Euro über Liste bekommen beim Verkauf des Urus. Und dann ist natürlich schon wieder interessant, weil dann hast du unterm Strich eigentlich mit dem Urus mehr Spaß gehabt und weniger bezahlt. Und nächste Frage ist natürlich die 100 bis 200 Zeit. Die beantworte ich dir. Achtung, einmal durchdrücken. Bam, 100. So, 170. Und zack. Müssen wir schon auf die Uhr haben. Es ging jetzt schon ein bisschen bergauf gegen Ende. 8,96. Schaut so gut aus, dieses Auto. Mega. Jens, haben wir noch was? Wir haben noch eine wichtige Frage. Und zwar, was kostet so ein Lamborghini Urus im Unterhalt? Oh, das haben wir im Porsche auch, ne, letztes Mal. Das ist tatsächlich immer sehr viel gefragt. Vielleicht fangen wir mal damit an, was der kostet. Das Auto, so wie er jetzt hier gespeckt ist, kostet 312.000 Euro. Das ist unfassbar viel für ein SUV, S-SUV, wie man immer das nennen will, es ist schon ein echter Haufen Geld. So, was braucht man natürlich neben dem Anschaffungspreis? Ne, das ist jetzt ja schon mal Geschichte. Man hat laufende Kosten. Los geht's natürlich mit der Versicherung. Das hängt extrem davon ab, wie alt ihr seid, ob ihr schon mal Schäden hattet, bei wem ihr es versichert, welcher Umfang. Also so ganz pauschal kann man es gar nicht beantworten, aber ich würde mal sagen, wir bewegen uns im Bereich zwischen 2.000 und 4.000 Euro. Erstmal müsst ihr überhaupt genommen werden. Es geht das schon mal als Erste. Ihr müsst eine Versicherung bekommen. Und dann wirklich je nach Umfang. Deswegen würde ich sagen, wir nehmen einfach mal einen Mittelwert von 3.000 Euro im Jahr. Dann kommt dazu Kfz-Steuer. Die ist beim Lamborghini Urus 860 Euro im Jahr. Dann Service, den muss man ebenfalls machen und zwar bei Lamborghini jedes Jahr einmal verpflichtend. Man muss aber dazu sagen, in den ersten 3 Jahren ist es inklusive beim Urus und dieser Service beträgt immer zwischen 1,7 und 2.000 Euro circa. Das ist die Servicegebühr, die man dann nach dem 3. Jahr quasi bezahlen muss. Dazu kommt natürlich auch noch Reifen. Beim GT2S habe ich gesagt, okay, ein Satz pro Jahr auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, bei dem jetzt, wenn man normal fährt, vielleicht auch
ein Satz alle 2 Jahre, ne? Ein Satz ca. 1.900 Euro. Dann haben wir noch eine Montage, sind wir bei 2,4 ungefähr. Und zu guter Letzt, auch noch wichtig, Leute, Sprit natürlich. Hier haben wir einen 75-Liter-Tank. Aktuell macht es nicht so viel Spaß, da den Super Plus reinzutanken. Sagen wir mal aktuell im Schnitt 1,80 Euro, 75 Liter, 135 Euro Tankfüllung, wenn man wirklich jetzt komplett voll macht. Also da kommt natürlich schon auch ein bisschen was, je nach Fahrweise aufs Jahr gerechnet, zusammen. Also bleibt Fazit zu sagen, Lamborghini Urus, ein absolut mega gelungenes Auto, hat Lamborghini auch wirklich auf ein neues Level gehoben, was Rentabilität angeht. Also sie bauen kein Auto so viel wie den Urus. Das ist mittlerweile die Cash-Cow von Lamborghini. Es ist ein sehr begehrtes Auto. Es ist aktuell sogar auch eine Wertanlage. Also wer es sich leisten kann, macht eigentlich nicht so viel falsch damit. Man kriegt die aktuell sehr, sehr gut weg. Aber ist natürlich trotzdem unfassbar teuer. Und ob man es haben muss, bleibt jedem selbst überlassen. Ich finde es auf jeden Fall geil. Und hoffe, ihr konntet euch ein paar Fragen heute beantworten, Leute. In diesem Sinne, macht es gut. Wir fahren weiter. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.